Das Level ist ein richtig, richtig schwieriges. Die Gefahr hier wird dich hinter jeder Ecke lauert. Zum Beispiel der kann da rauslaufen und mich beim Computerhacken erwischen, wie zum Beispiel jetzt. Ja, ja. Solange das noch drei sind, geht's in Ordnung. Achso, da ist noch eins. Und ein Chef ist ebenfalls nicht da. Das heißt, wir können keine Auszeichnungen klauen. Tja, ja. Gut, dann wollen wir mal seinen Koffer ausleeren. Und ein bisschen was mitnehmen. Nein. Die wollen immer zu diesem scheiß Flipchart. Ich hasse dich, Flipchart. Das Blöde ist, hier kann ich aber auch nicht sehen, wer hier gerade auf Toilette will. Ich habe mir leider auch nicht gemerkt, wie viele Punkte es bringt, wenn man hier einen einsperrt. Nein! Hier wird man total schnell erwischt und immer vom gleichen Typ. Naja, wollen wir mal unser Gehirn trainieren. Oh nein, wir trainieren unser Gehirn, das ist schlimm. Das ist die totale Katastrophe, zum Beispiel für RTL, wenn die ihr Gehirn trainieren müssen. Uwa! Da haben sie die Qual der Wahl. Entweder Gehirn trainieren, sinnvolle Sendungen machen oder kündigen. Machen die beides gar nicht. Okay, aber die können trotzdem nicht rein. Beschafft uns aber schon mal einen kleinen Bonus an Punkten. Telefon können wir ja auch nichts machen, verdammte Scheiße. Flipchart, Flipchart. Wehe, irgendjemand geht jetzt zum Flipchart. Nein, 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 wie gesagt, die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Ach, sag mal, hast du wieder deine Nägel gestrichen? Ja, in schön rot. Oh Gott, ich will da raus. Yippie, yippie, yippie. Aber hier steht nicht auf, hier steht keiner auf. Nein! Verdammt! Was soll das? Naja. Was? Nein. Das habe ich mir jetzt aber gemerkt. So, das Schaf einmal, das Gesicht einmal, das Schaf jetzt zweimal und dann den Engel. Das ist jetzt aber sehr schwierig. Ich glaube, das war jetzt das. Und das nächste war das. Darf man sich auch nicht so viel Gedenkzeit lassen. Ja, die Gefahr lauert hinter jeder Ecke. Ja, und das schaffen soll, ist schon mal eine total gute Frage. Ich glaube, die meisten Punkte können wir uns bloß durch die Ausraster von denen erzielen. Gerade an den Ecken, wo kein Schwein ist. Das ist unglaublich, dass es solche Plätze da gibt. Jetzt. Unbedingt schnell trinken, schnell trinken, schnell trinken. Boah. Aber das ist jetzt auch noch eine lustige Frage. Wo zum Teufel können wir denn pinkeln? Das ist immer genau ein Typ, der uns permanent erwischt. Wie gesagt, diesmal wird jedes Zimmer, wirklich
jedes Zimmer abgesucht. 5 Minuten schon vergangen, wir haben noch nicht sehr viele. Okay, ganz schnell. Ja, synchron ausrasten. Nein, 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 nein. Scheiße. Ich habe mir das jetzt sowieso nicht gemerkt. Ich glaube, ich fange nochmal an. Nee, ganz ehrlich, das ist jetzt richtig schwer. Ich fange nochmal an. Ich fange jetzt wirklich nochmal von vorne an. Oh Gott. Ja, ja, ich wurde erwischt. Ja, ja, du wurdest erwischt. Ja, dann fangen wir nochmal an. Ist kein zuckerschlippendes Level. Theoretisch könnte man hier hinpinkeln, aber hier läuft man ja auch dauernd vorbei. Lass mal dann, wenn alles kaputt ist. Keine leichte Sache. Weil das Problem ist, hier wird doch wirklich jedes Bürogebäude durchsucht. Den Computer konnten wir erfolgreich kaputt machen. Das war auch wirklich nur der einzigste, den wir wirklich kaputt machen konnten. Die Draht standen da drin. Hoch, hast du deine Fingernägel wieder gefärbt? Die stehen nochmal auf und dann arbeiten die wieder. Ist ja eigentlich ein braves Verhältnis, aber trotzdem. Okay. So, yeah. Dann noch schnell dieses Poster von der Wand reißen. Posterjack.com. Poster wegreißen im Hochformat. Ja. Yeah. Ich hoffe, die Musik im Hintergrund hört man jetzt überhaupt nicht, weil ich jetzt hier in meiner Umgebung jetzt laute Musik im Ohr habe. Okay, yeah. Sollte man eigentlich nicht mitbekommen. Mikrofon nimmt zum Glück ja nicht alles auf, zumal es ein bisschen schrottig ist. So. Leide dauernd unter Stresssituationen, weil hier permanent immer jemand kommen kann und immer aufs Klo will. Ne, 2 Computer konnten wir kaputt machen, den da oben ebenfalls. So, das noch schnell machen und jetzt können wir endgültig nichts mehr da machen. Jetzt können wir dadurch nur unsere Punkte verdienen. Den müssen wir schnell kaputt machen. Schnell, 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 schnell. Der wird jetzt zum Beispiel grundlos irgendwo durch die Gegend laufen. Wo der Kollege hin ist, weiß ich leider auch nicht. Aber an seinem Computer können wir auch noch ein bisschen was Schönes machen. Computertastatur mit Haserpowstone. Yo. Und Druckerpatrone raus. 3 Minuten. 10 Minuten haben wir Zeit. Der muss aufs Klo. Aber wir können noch in seinen Rechner was machen. Ich glaube, der wird auch nie wieder hier reinkehren. Und das Schöne ist ja, ich glaube, in sein Zimmer können wir das meiste. Die meiste Blödelei machen. Obwohl. Können ja auch Idioten reinkommen und das Faxgerät beschlagnahmen. Da können wir übrigens auch was machen. So schnell trinken, schnell, 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 schnell. Da kann jederzeit jemand kommen. Denn das weiß ich leider nicht, aber ich pinkle jetzt einfach mal. Zensiert. Quick, quick, quick. Ja, wo will der hin? Der will an seinen Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Das
dass wir unanständige Faxen fordern. Keiner hat bestimmt so ein geheimes Dokument dabei. Wir brauchen jetzt exakt 1000 Punkte. 1000. Mehr nicht. Die erreichen wir keinesfalls durch die Ausraster von den Kollegen. Nicht in der Zeit. Nein, nein, nein. Die hat Zigaretten. Was hat der hier hinten? Ist... Schnell hacken. Schnell, schnell, schnell. Gene Hackman. Ich bin Gene Hackman und hacke deinen Computer. Muhahaha. Dein Computer ist schlecht. Muhahaha. Wer versteckt sich hinter dieser mysteriösen Roboterstimme? Wir wissen es nicht. Mit irgendwas muss ich noch richtig viele Punkte erzielen. Hat der einen Bug? Hat der einen Bug? Da ist ein lustiges Video drin. Das schöne Material, das war so teuer. Okay, das muss ich leider zensieren. Und diesen Ton ebenfalls. Ich werde das überbrücken. Bla 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 bla. Ja, das gibt's nicht zu sehen. So, gut. Also, ich stelle mich jetzt hier hin und halte einfach meine Klappe. Und zwar jetzt erstmal die nächsten Minuten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch zeigen will. Den Erfolgsscreen, damit ich euch dann die Verabschiedung beibringen kann. Tja, was können wir noch so Schönes erzählen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt insgesamt 4 Minuten. Das war also gefeuert, Madeleine, letzter Tag. Das haben wir jetzt sozusagen durchgespielt. Ist übrigens auch mein erstes Mal, dass ich das durchgespielt habe. Das hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Wir mussten zwar schon bei einigen Leveln immer mal Neuversuche starten, bei diesen einen verbackten Level mussten wir dauernd neu starten. Das war auch richtig spannend. Und gerade bei den schwersten Level haben wir nur 2 Versuche gebraucht. Nur 2. Bei den anderen haben wir mehrere gebraucht. Ich muss da mal wirklich zählen, wie viele das sind. Jedenfalls ist es ein... Gut, bei der Presse kam das Spiel nicht so gut an, genauso wie bei Autobahnraser, aber das Spiel hat sicherlich seine Fans. Auf jeden Fall, ich finde das Spiel als Geschicklichkeits- und Casual-Game finde ich es nicht schlecht. Also, mal halt so halt im Büro solche Gegenstände zerstören, das ist immer wieder was Schönes. Sollte man zwar in echt nicht wirklich machen, aber wie gesagt, es ist immer eine schöne Sache. Gerade hier ist man ja immer so drauf, ja, erstmal schön alles kaputt machen, die Zeit läuft, wir können die Aktion nicht abbrechen. Wir können ja immer erwischt werden, wenn wir dann immer so eine Aktion machen. Ist auch immer wieder so Nervenkitzel halt. Wenn ich halt hier immer irgendwas kaputt mache und dabei erwischt werde, wurden wir überhaupt schon einmal erwischt? Das weiß ich gar nicht. Thermometer ist fast auf Obermaß. Wir haben noch ein paar Minuten. Über was die sich hier eigentlich... Ach, da regen die sich aber gar nichts auf. Schöne Pflanze. Und mit der Pflanze kann man... nichts kann man nichts machen. Tut mir leid, ich müsste das Video dann ab 18 freigeben, wenn ich das da oben zeigen würde. Ist übrigens nur ein Loop. Extra langes Loop-Video. Okay, ja, über was können wir denn noch so Schönes erzählen? Ja, wir haben ja gefeuert jetzt durchgespielt. Na, mal gucken, was ich dann als nächstes noch so plane. Aber ich weiß ja nicht, ich mache ja gerade eine Aufnahme, wo da gerade mal nur ein Let's Play beendet wurde. Nämlich Autobahnraser. Und ja, da müsste ich mir dann noch so konkret überlegen, was ich mir da noch mache. Das werdet ihr dann bestimmt sehen, wenn ihr dann genau diese Aufnahme seht. Muss ich mir halt überlegen. Halt zu überlegen. Ja, ja, ja. Ich tippe mal so auf meiner Lufttastatur. Luftkeyboard. Nee. Wie heißt das dann? R-Keyboard. Upsi. Schnell zensieren. Diese Frau hat niemanden gesehen und genauso wenig ihre... ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir haben schon bald unsere 8000 Punkte erreicht. Wer weiß wann.
immer wenn das um 25 addiert wird, hat sich irgendwo ein Kollege aufgeregt. Also, hätte ich nicht gedacht, dass wir gerade dieses beschissene Level schaffen. Na gut, sagen wir es mal so, das ist das zweitbeschissenste. Das beschissenste hatten wir schon hinter uns gebracht. Aber wie gesagt, Gefeuert ist ein witziges Spiel und ich habe mich sogar richtig gewundert. Unter Windows 7, 64-Bit, läuft das Spiel absolut problemlos. Wirklich keine Probleme. Das Ding ist mir nicht einmal abgestürzt. Es startet ohne mit der Wimper zu zuckern. Es startet ohne mit der Wimper zu zucken und ja. Da müssen sich mal die großen Hersteller mal eine Scheibe davon abschneiden, weil gerade deren Spiele machen unter Windows 7 64-Bit dermaßen Probleme, dass ich das einfach nicht verstehe. Und unsere Zeit ist bald abgelaufen, genauso wie für dieses Let's Play, dass ich da erstmal sagen würde... Nächster Level, was ist denn im nächsten Level? Nein, es gibt kein nächstes Level, es ist alles grün, wir haben alles durchgespielt. Ja, das war. Und jetzt fangen wir nämlich an mit den... Zeitmodus. Muhahaha. Nein, es ist im Prinzip dasselbe, nur wenn man die Punktzahl erreicht, das Spiel beendet das sich sofort, aber ich wollte das jetzt einfach mal durch die Länge ziehen. Hier haben wir übrigens Joe, seine überlangen Zigarette, die nicht angezündet ist. Naja. Gut, dann will ich erstmal sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.